Maurer, die treffen sich morgens in Scharen. Sie werden zu ihrer Baustelle gefahren. Hier kann man die scheuen Geschöpfe dann sehen, im Kreise beim heiligen Klimmstängel drehen. Der Maurer, der macht nach der Pause die Pause. Er sitzt einfach da, als wär zu Hause. Und weil der Maurer nicht lesen kann, schaut er sich in der Bildzeitung Titten an. Zuweilen nur dann, wenn ihr Chef erscheint, da rackern die Maurer und schaffen vereint. Sie stapeln ihr Steine, verschmieren dort Brei und hetzen und hecheln und schwitzen dabei. Dann lassen sie sich auch von gar nichts ablenken, sie ziehen voll durch und das ohne zu denken. Und macht sich der Chef dann auf seine Reise, wird sie auf der Baustelle ganz schnell ganz leise. Maurer klimmen wie tollkühne Affen, Gerüste von denen sie stolz herabgaffen. Von oben da können sie die Lage erkunden, hier pfeifen sie Frauen nach Pinkel nach unten. Der Maurer verfügt über Bierholmaschinen, er nennt sie auch Stifte wie fleißige Bienen. Schwirren sie los, um die Nahrung zu kaufen, wenn Maurer was können, dann können sie saufen. Man hört einen Maurer nicht in Sätzen reden, Verständigung heißt kurze Laute zu geben. Die werden mit Hilfe von Luft ausgestoßen, ein paar durch den Mund und der Rest durch die Hosen. Am Abend, da werden die Maurer ganz munter, sie krabbeln aus Löchern von Leitern herunter. Verlassen den Schlafplatz, nun endet die Pause, noch schnell ein Bierchen, dann fahren sie nach Hause.